Moin Moin zusammen. Ja, den Bock kennt er schon. Da haben wir kürzlich ein schönes Video drüber gemacht. Gerrit sein Traum-Moped, seine S50. Wer das Video noch nicht kennt, einfach mal reinschauen. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Vielleicht, wenn ich dran denke, auch im Video da oben in der Ecke. Kennt er ja. Das Ding steht hier jetzt auf der Bühne. Und das ist schon mal ganz schlechtes Zeichen. Der Gang geht noch. Und dann kommt auch schon nichts mehr. Die da nur drin rumrührt, ne? Katastrophe. Mit dem Gang bin ich nach Hause gefahren. Da kommt keiner mehr. Und da kommt auch keiner mehr. Klingt nur komisch. Ja. Ja. Kommt doch raus, wa? Aus dem Viergang ist ein Eingang geworden. Eingang Handschaltung. Eingang. Der dritte Gang geht noch. Naja, reicht doch. Na dann. Hat ja 300 und 23 Kilometer gehalten. Bei der letzten Ausfahrt ist jetzt schon ein paar Tage her, seitdem steht sie heulend in der Ecke. Gelaufen ist eigentlich ganz schick. Wir haben eine schöne Tour gedreht. So war dann eigentlich so in dem Punkt, wo man sagt, jetzt ist sie so halbwegs eingefahren. Ist ja ein normaler Zylinder. Mit ein bisschen optimiert, mehr nicht. Ja, ist ja der DDR-Zylinder. Und während der Fahrt bei Vollgas, vierten Gang, merkte ich unterm Wiese anfängt zu rutschen im vierten Gang. Also schön schlagartig. Klang nicht gut, habe ich mal kurz den dritten geschaltet. Der ging, Arme frei. Nochmal einen vierten geschaltet. Vorsichtig Gas gegeben. Also immer ein Stück durchgerutscht. Ehrlich gesagt, gut, wir müssen langsam nach Hause. In den dritten gegangen, dritten Gang auf Landstraße gewesen. Bisschen vorsichtig weitergefahren, halt mit 50, ein bisschen weniger. Immer so, das wollte sie dann nicht mehr quälen. Ja, ins nächste Dorf, musste an der Ampel ran. Zweite Gang ging kurz, erste Gang. Beim Losfahren, erste Gang ging, zweite Gang geknirscht. Dritte Gang ging wieder, vierte sowieso nicht. Ja, und dann ging aufs Runterschalten ins Roten nicht mehr. Dann konnte ich nur noch zwischen dritten Gang und Knirschen wählen. Ich bin nirgendwo nicht mehr in ordentlichen Leerlauf gekommen, also nicht mehr irgendwie, sondern konnte nur noch mit Kupplung mit dem dritten Gang fahren. Ja, und der Rest schauen wir dann, was jetzt ist. Jetzt kommt der Motor raus. Können ja mal das Öl ablassen, können ja mal gucken, ob wir was drinnen finden. Jo. Vielleicht kommt was raus, vielleicht nicht. Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was. Also wahrscheinlich ist irgendwas am vierten Gang gebrochen. Also eine Zähne weggerissen. Und das wird sich dann irgendwie im Getriebe verteilt haben. Gehe ich jetzt davon aus. Und wird eventuell weitere Schäden dann verursacht haben. Und für alle, die das immer noch nicht ganz wahrgenommen haben. Wir blicken hier einmal unter den Motor und stellen fest, das ist ein Viergangmotor. Erkennen an diesen Schaltwalzen. Genau. Oder wenn er offen ist, an den Leerlaufkontakt. Oh, hier ist doch ein Öltropfen. Ja, wer weiß, wo der herkommt. Ein Tropfen brauchst du. Du hast doch gerade einen Krümmer abgemacht, der ist ja bestimmt rausgelaufen. Ah ja. 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 Also irgendwie unschön die ganze Geschichte, aber wir sind mal gespannt, wie es innen drin aussieht und wie schlimm es am Ende dann wirklich wird. Ne? Ja, es ist halt leider das nicht ganz so oft geführte Ersatzteile, Getriebe. Richtig. Ein Dreigang kriegt man ja ordentlich Teile, Viergang. Schauen wir mal, was wir machen, ne? Richtig. Ist ja Winter, ich habe noch genug Mopeds, also wird hier jetzt kein Ersatzmotor erstmal reinkommen. Normalerweise würde man jetzt hier einen anderen Motor reinbauen und weiterfahren.
Ein 3-Gang-Motor habe ich nicht rumliegen und ich will hier keinen S51-Motor erstmal einbauen. Ich hätte zwar noch ein paar da rumliegen, aber ich will ja eigentlich den Motor wieder haben. Ja. Wenn er denn zu retten ist. Dann helfe ich dir mal, den Motor da mal eben einmal rauszuziehen. Ja, stell du dich doch mal auf den Ständer. Und für euch ist das mal eben die übliche schnelle Zeitraffer-Geschichte. So, Gerrit, von der Garage, von der kalten Garage vor allen Dingen, von der Cold Garage, runter in den Keller, in die warme, gemütliche, blüht uns das Ding hier. Ja, jetzt mache ich erstmal das ab, damit es uns nicht im Wege ist. Und dann... Du bist leicht nervös, oder? Eigentlich weiß ich, ob es auf mich zukommt. Aber man will es immer nicht wahrhaben, ne? Nicht. Ich werde gleich erst sehen, wie teuer es wird. Weil jeder, der schon mal für einen Viergangmotor Teile gesucht hat, weiß, wenn man nur reinschreibt, ich suche Teile, wird man die Antwort bekommen. Ich hätte ja noch ein Zahnrad. Eins. Also ein Zahnrad habe ich auch noch. Einen dritten Gang habe ich noch. Der noch geht, den habe ich drüben als Ersatzteil. Ja, sehr gut. Dann lassen wir mal das Öl ab. In der Zeit können wir den Zylinder demontieren, ne? Mhm. Aber ich bin mal gespannt, ob uns hier an der Kupplung vielleicht schon irgendwas blüht, rausfällt. Ich würde das mal das Öl ablassen, dann wären wir garantiert schon ordentliche Späne. Und das wird uns da schon entgegenkommen. So, den letzten Motor, den ich hier hatte, habe ich auch einen Knarrenschuss gegeben, habe gesagt, der ist nicht zu retten, ne? Mhm. Alter, wer war das denn, welcher von Idiot? Den kenne ich, glaube, ne? Mhm. Den siehst du jeden Morgen. Und wenn jetzt kein Öl rauskommt, ne? Weiß ich, woran es gelegen hat. Das hieß nicht dein Ernst. Doch. Ja. Kann natürlich sein, also der hat sehr gequalmt zum Schluss. Ich hatte das Gefühl, irgendwas, deswegen halt genau, das ist da irgendwas, aber hier ist, ja, stark, ist schon ordentlich Mehl drauf. Hier ist ordentlich Mehl drauf. Eisenmehl. Ja, sind noch ein paar ordentliche Späne hier. Knack, knack, knack. Ach. Ich meine, nach 300 Kilometern ist da schon ganz schön viel hier. Das gehen wir zu. Ja. Kerzenfarbe kontrollieren, indem man den Zylinderkopf abnimmt, ne? Ja. Wie sonst? Aber die Kerze ist hell, ne? Mhm. Ja, die ist aber noch ganz schön fett. Ja. Aber in der Mitte ist er hellbraun-grau, weil es kommt ja immer nur auf die Elektrode drauf an. Ach, der bläst über. Ich hab's doch gewusst. So. Öl ist schon was rausgekommen. Deckel Opa. Den Rest von Öl machen wir dann mit der Rense. Es ist jetzt nicht viel Öl, was da gekommen ist. Ja, aber so. Es bleibt ja auch immer viel Öl drin. Da viel Öl drin. Na, hier wird nicht viel rüber geflogen sein, glaube ich nicht. Denke ich auch nicht. Sonst hätte es den Mehrantrieb irgendwann verlegt. Kloppert, aber das war, hat ja nichts damit zu tun. Hier liegt nichts drin, das war nur der. Das ist auf jeden Fall nicht gebrochen. Ja. Jetzt brauchen wir Schalt noch nie nochmal üben, ne? Ein bisschen wenig Öl ist drin, ne? Das muss ich ja jetzt mal sorgen. Ist auch arg wenig Öl drin. So, einmal fix. Nackig machen da oben drum, wa? Ja, machen wir das mal. Und ich muss dir recht geben, es geht wesentlich besser als mit dem Mutter. Kombizange.
Der Motor ist kurz vor Öffnung, doch jetzt wollen wir erstmal schauen, wie viel Öl ist denn da jetzt am Ende rausgekommen? 700 sind drin, 900, Altöl, ne? 800, 900, ne, oder? Sind das 600, 700, genau, sind 700 Altöl. Voll ist es nicht mehr. Ich habe 200 geschätzt, liege gar nicht so schlecht. Wenn ich nicht so viel daneben klickern würde. 200 Milliliter waren noch drin. Hm. Ja, wo sind die anderen 300, ne? Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Das macht mir jetzt wieder Angst. Ich meine, da sind noch 50 irgendwo drin. Die verhakeln sich immer. Aber das ist trotzdem die Hälfte. Das wären dann 250. Und 50 vielleicht zu wenig aufgefüllt. Was ich bei mir eigentlich weniger vorstellen kann. Ich fülle eigentlich eher mal so 3 Tropfen zu viel drauf. Warum auch immer, ne? So, das ist nochmal gut für Kundenmoped. Mhm. So, wollen wir jetzt da reingucken? Das ist Peeling fürs Getriebe. Peeling fürs Getriebe. Ja, da war was. Ja, Einbaufehler, Montagefehler, Materialfehler oder kommt alles zusammen? Oder einfach nur, wir sind einfach nur Waschlappen, können es nicht. Ich würde sagen, das Letzte. Würde ich auch sagen. Ich würde es auch tippen. So, kalt oder warm, was sagst du als Fachmann? Warm. Echt? Ja. Wieso warm? Wir machen sowas heute noch. Knack. Geht. Alle Schrauben draußen? Ja. Knack. Sehr wenig. So. Zack. Hat mich angespritzt. Vierte Gang ist heile. Ist nichts kaputt. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Schaltklaue, mein Lieber, Schaltklaue. Ja, Schaltklaue ist gebrochen. Da. Da. Da ist sie gebrochen. Da siehst du sie. Ist auch blau angelaufen, weggeschliffen, siehst du es? Und da weiß ich auch, was gequietscht hat. Ja, genau das. Oh, guck mal die Farbe an. Mhm. Das hat gut Hitze gehabt. Aber. Ein vierter Gang ist heile. Mhm. Knack. Guck mal, wie die hier weggeschliffen ist. Ja. Fett eingerissen. Ja, jetzt müssen wir mal. Einmal aufmachen. Langsam Gang für Gang rausholen. Das ist ungewöhnlich, dass der hier fest ist. Der hat einen Grat. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Ja, der ist kaputt. Der hat einen Grat, die Anlaufscheibe. Und das nochmal. Der vierte Gang ist heile. Boah. Dann hat er wirklich immer nur reingesetzt und. Ja. Der hier und die sind heile, die Mitnehmer. Aber der hat geglüht. Das Zahnrad hat geglüht. Mhm. Oder lacht das jetzt doch an zu wenig Öl? Kickstarter aus Heile. Hab ich Glück gehabt? Geht hier nicht. Da, Schaltkabel. Mhm. Da sind. Und unten fett eingerissen. Wo ist der Riss? Da sind Späne sind dran. Klemmer? Ist halt weggeschliffen, der Hälfte. So, ich dachte, hier, dass hier dein Riss. Nee. Ist aber halb weggeschliffen. Aber hier, weil der nicht mal schalten wollte hier. Ja. Okay. Jetzt. Und das Zahnrad. Jetzt muss ich mal gucken, welches Zahnrad. Also, das ist kaputt. Wir stecken das trotzdem mal ineinander. So, Frage an die Community: Würdet ihr das Ding wieder einbauen? Bitte mal in die Kommentare. Keine Abnutzung.
gerade. Geil! So, und jetzt pass mal auf. Das einzige Zahnrad, was ich hab, ne? Das allereinzige Zahnrad, was ich hab. In nagelneu. Von Kaiser 3D-Druck. Letzte im Frühjahr auf der Ultima gekauft. Jetzt brauche ich nur noch die Schaltklippe. Alter, danke! Geil! Ich habe tatsächlich, also vom Fahren her, von diesen Geräuschkulisse, die da entstanden ist, habe ich gedacht, das gesamte Getriebe ist Müsli. Absolut Müsli. Das jetzt eigentlich nur, dieses Zahnrad ist ja nun defekt, also ausgeglüht, und diese Schaltwalze. Klaue. Eine Schaltklaue. Und die hat jetzt hier drinnen ihr Unwesen getrieben, weil die ja hier drinnen das hin und her schieben soll. Und die hat das jetzt hier, das ist jetzt weggenudelt. Man sieht auch, wie schwarz und ausgeglüht der ist. Der ist richtig bunt hier. Der ist heiß gelaufen. Ja, jetzt brauche ich diese Schaltklaue neu und das Zahnrad. Und das Zahnrad habe ich ja Gott sei Dank, dank Kaiser 3D, habe ich das ja schon neu. Man könnte jetzt hier mal den Verschleiß messen, ne? Hier zwischen. Ob das messbar ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber doch, wenn ich so gucke, da fehlt was. Also der Schlitz ist breiter wie der. Mhm. Ist ja auch logisch. Das können wir aber vielleicht im Einbauvideo noch mal messen, heute nicht mehr. Ja. Und dann gucken wir auch mal die Schaltklaue. Die muss ich mir jetzt besorgen. Schauen wir mal. Dann werden wir uns noch mal ein paar Tipps holen. Zweitens, der Wellendichtring auf der Kupplungsseite. Der hat hier innen drinne Beschädigung. Der hat hier drinne Beschädigung. Ob wir beim Einbau nicht aufgepasst haben oder jetzt beim Ausbau, der nur weggerissen ist, oder, das könnte die Erklärung, oder es wird die Erklärung für zu wenig Getriebeöl sein. Was natürlich sein kann, dass durchs Öl irgendwie Späne gegangen sind, ne? Dass der Späne gezogen hat, auch ja. Hier. Die Lager mache ich eh alle neu. Das spielt sich gar nicht ab. Ich bin auch noch überlegen, ob ich die Kurbelwelle nicht auch gleich wieder neu mache. Weil die paar Euro. Lieber auf Nummer sicher gehen. Weil das Nadellager, na gut, da ist ja keine Späne, ne, auf der Nadellagerseite. Nee. Muss ich gucken. Eventuell die Kurbelwelle mal vermessen. Vielleicht gibt es ja auch eine bessere Kurbelwelle inzwischen. Muss ich mal gucken. Ich habe jetzt lange nicht geguckt für den Motor. Ja. Vielleicht gibt es ja da was Schöneres. Und da jetzt das Geld anscheinend doch gespart wird fürs Getriebe, kann ich aber anders investieren. Abo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Abonniert uns. Wenn es euch Spaß gemacht hat. Wenn nicht, trotzdem abonnieren. Ihr könnt doch drunter texten, was ihr wollt. Ob ihr uns scheiße findet, ob ihr uns als Luftpumpen findet. Luftpumpen? Sicher? Luftpumpen. Nee, irgendwas anderes war das. Da muss ich im Z-Forum nochmal nachgucken. Genau. Und ja, ansonsten. Tschüssi, schönes Wochenende.